Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stelle es an den Beginn meiner Rede. Herr Lerschmense als Minister, Thomas als neuer Oberbürgermeister der Stadt Bochum, ich wünsche Ihnen beiden viel Erfolg für Ihre beiden zukünftigen Funktionen, die Sie wahrnehmen. Aber ich bin sicher, das wird auch von einem großen Erfolg getragen sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich auf den aus meiner Sicht beachtenswerten Antrag der CDU zum § 12 des LPLG etwas ausführlicher eingehe, erlauben Sie mir einige grundsätzliche fachliche Ausführungen zu dem Ihnen heute ebenfalls vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes NRW. Herr Wüst hat das Thema aus meiner Sicht leider völlig verfehlt. Er hat weitestgehend über den LEP sich ausgelassen, nur das steht heute nicht wirklich auf der Tagesordnung. Die ja vorab beteiligten Regionalplanungsbehörden als auch die kommunalen Spitzenverbände begrüßen uneingeschränkt, dass die Vielzahl der bisherigen Doppelregelungen in Bezug auf das Raumordnungsgesetz als Bundesgesetz entfallen sollen und die jetzt vorgelegte Fassung des Landesplanungsgesetzes somit zu einer deutlichen Rechtssicherheit und Klarheit beiträgt. Zukünftig sprechen wir nur noch von einem Landesplanungsgesetz, nachdem das Landesentwicklungsprogramm und die anderen Regelwerke ja zwischenzeitlich ausgelaufen sind. Die nachgeordneten Planungsbehörden, bin ich mir sicher, sollten also mit diesem Entwurf gut leben können. Aber ich denke eben nicht nur diese. Durch die Festlegung einer umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligung für Raumordnungsverfahren wird einer politischen Forderung zu Recht voll inhaltlich entsprochen. Bei Aufstellung und Änderung von Regionalplänen ist zukünftig eine elektronische Auslegung nun erstmals verpflichtend vorgesehen. Das ist ein wegweisender, das ist aus meiner Sicht aber auch ein sinnvoller Schritt zu einer qualifizierten Öffentlichkeitsbeteiligung. Für die Regionalplanungsbehörden als Träger der Regionalplanung ist es besonders wichtig, dass die Rechtswirksamkeit des aus dem LEP entwickelten Regionalplanes Bestand entfaltet, sollte der LEP selbst oder in Teilen unwirksam werden. Dies, und ich denke, da stimmen Sie mir alle zu, kann keine Landesregierung trotz aller Sorgfalt für alle Detailregelungen ausschließen. Auf die geplante Abschaffung der Informationsrechte des Braunkohleausschusses wird verzichtet. Ferner wird es zukünftig in allen Verfahren zu Braunkohleabbauvorhaben keine Einschränkungen für der Umwelt- und Umweltverträglichkeitsprüfungen geben. Der Minister hat es angesprochen, Wegfall der generellen Kopplung von Vorrang- und Eignungsgebieten auf der Ebene der Landesplanung entfällt zukünftig. Die Regionalplanung wird hierdurch in ihren Feststellungsmöglichkeiten zukünftig nicht eingeschränkt, sondern eher faktisch gestärkt. Substanziell wichtigsten Aussagen entfaltet der Gesetzentwurf im § 16, der sich mit dem Instrument der Zielabweichung befasst. Beim LEP bleibt die Landesplanungsbehörde wie bisher für das gesonderte Verfahren ergänzend zum Raumordnungsgesetz weiterhin zuständig. Bei den Regionalplänen ist zukünftig sichergestellt, dass das Einvernehmen mit der Belegenheitskommune und dem regionalen Planungsträger garantiert ist, mit Ausnahme, auch darauf hat der Minister hingewiesen, mit Ausnahme von baulichen Anlagen des Bundes und des Landes, die einer besonderen öffentlichen Zweckbindung unterliegen, im Sinne des § 37 des Baugesetzbuches. Um das auch noch einmal an dieser Stelle klarzumachen, damit sind keine überregionalen Straßen oder Vergleichbares gemeint, sondern Forensikstandorte, Justizvollzugsanstalten. Auch hier gilt, und das finde ich ist besonders wichtig, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt sein dürfen. Zum CDU-Antrag. Natürlich werden wir der Überweisung in die Fachausschüsse heute zustimmen. Ich denke, das ist selbstverständlich. Aber ich muss Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dass ich beim Lesen Ihres Antrags gezweifelt habe, ob Sie die Rechtssystematik der Landesplanung wirklich verstanden haben. Reihe nach. Was haben Sie gemacht? Zuerst haben Sie einmal nahezu wortwörtlich die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände und der Clearingstelle Mittelstandsvereinigung zum Landesentwicklungsplan 1:1 übernommen. Das, erlauben Sie mir die Feststellung, das ist schon eine wirklich peinliche Nummer.
Aber ich denke mal, Karl Theodor zu Gutenberg hätte seine helle Freude daran gehabt. Sie kommen zu der aus meiner Sicht nur schwer nachvollziehbaren Einschätzung, dass, und Herr Wüst, Sie haben es angesprochen, was beim Thema Klimaschutzplan in Bezug auf das LEP-Verfahren zu Recht nicht gepasst hat, könne dann auch nicht für das Landesplanungsgesetz gelten. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau da gehört es hin. Der LEP, und das ist der Unterschied, legt da als Ergebnis die unterschiedlichen Ansprüche an den Raum nach einem abgeschlossenen Abwägungsprozess. Grundsätzliche Aussagen trifft das Landesplanungsgesetz. Und insofern wird auch deutlich, weshalb die kommunalen Spitzenverbände und die Regionalplanungsbehörden in ihre rechtlichen Bedenken im Rahmen der Anhörung zum Landesplanungsgesetz in der Sommerpause an dieser Stelle nicht wiederholt haben. Vielleicht denken Sie bis zu den Fachausschussberatungen hierüber noch mal nach oder lassen sich beraten. Vielen Dank. Vielen Dank.